In bestimmten Kreisen ist gesagt worden, dass die Menschheit, ein Großteil der Menschheit, sich in einer Art Schockstarre befindet. Ich würde mal sagen, tatsächlich auch ein Stück weit ein Stockholm-Syndrom. Ich meine, das gibt es im Leben von einzelnen Menschen. Nicht nur kindheitsgeprägt, aber gut, wer da später reingerät, hat immer irgendeine Sache in der Kindheit erfahren. Frühere Leben ahnen, das spielt auch alles rein. Wer nicht weiß, was Stockholm-Syndrom ist, der kann ja mal nachschauen, wenn es interessiert. Fakt ist, da ist was dran. Und zwar nicht nur die Briten mit der Queen. Wobei auf der anderen Seite, glaube ich, mittlerweile die Briten mit ihrem Humor und all dem schon über manches drüber gegangen sind, wo die deutschsprachigen Länder gerade erst noch dabei sind. Oder erst anfangen. Ein Großteil. Nie alle, aber ich rede jetzt doch von der Mehrheit, ja, der Menschheit in diesen Ländern, das kollektive Bewusstsein. Gut, wenn das schon mal bewusst wird und da eine bewusste Entscheidung ist, hinschauen zu wollen und da aussteigen zu wollen. Liebet eure Feinde. Keine Ahnung, ob Jesus das überhaupt Jesu gesagt hat, aber das bedeutet nicht, dass man versklavt in der Opferrolle leben soll, ein Leben lang. Wenn er das so gesagt hat, dann hat er das anders gemeint. Dann hat er gemeint, geht da drüber,